Ildebrando Chaviano ist ein Pionier. Er ist Oppositioneller und er darf an den Kommunalwahlen in Kuba teilnehmen. Er hat es geschafft, in die Wahllisten aufgenommen zu werden. Was das Regime angeht, haben wir Oppositionelle keine Daseinsberechtigung. Das Regime verachtet uns, macht uns unsichtbar. Diese Wahl ist für uns ein Weg, dass die Leute uns kennenlernen. Chaviano schreibt häufig für ein regimekritisches Magazin, das hat ihn bekannt gemacht. In seinem Wahlkreis tritt er gegen drei Kandidaten der kommunistischen Partei an. Obwohl die Wahlbeteiligung seit Jahrzehnten weit über 90% liegt, sind viele Kubaner mit den Ergebnissen unzufrieden. Delegierte haben nicht genug Einfluss, um die Vorstellungen ihrer Wähler durchzusetzen. Wir hatten eine gute Delegierte hier, aber sie hatte keine Unterstützung im Parlament. Da konnte sie nichts machen. Der Oppositionelle Ildebrando Chaviano hofft dennoch, dass die Kommunalwahlen ein demokratisches Schlupfloch sind. Das ist die einzige Ebene der kubanischen Wahlen, die richtig demokratisch ist. Die Wahl der kommunalen Kandidaten und Delegierten. Sogar die Auszählung der Stimmen ist an diesem Wahlsonntag öffentlich, womöglich Vorboten eines demokratischen Wandels in Kuba.